Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Timo-Haul von mir. Viele von euch hatten sich gewünscht, dass wir denn mal die Kleidung von Timo testen und dem Wunsch komme ich selbstverständlich gerne nach. Ich habe jetzt dieses Mal meine kleine Tochter sich selbst wieder Kleidung aussuchen dürfen. Sie muss es ja letztendlich auch tragen, gell? Und in einem anderen Timo-Haul zeige ich euch dann von mir einen Bekleidungshaul. Ja, aber wie gesagt, heute geht es erstmal um das Kind. Und ich würde aber sagen, wir legen los und euch wünsche ich viel Spaß beim Ansehen. So, nicht wundern, hey, es ist so mega, mega warm, gell? Zum Glück habe ich keine Softboxen mehr hier stehen, schon wäre das ja noch viel wärmer. Aber meine Güte, hey, was eine Hitze jetzt wieder, gell? So, hab's euch ja gesagt, für die Kleine haben wir Kleidung bei Timo bestellt. Für alle, die Timo nicht kennen. Timo ist eine Online-Plattform, wo ihr bis zu 90% alles günstiger bekommt, wie auf anderen Seiten. Und danach mir zahlt die Kleidung. Die habe ich auch schon teilweise woanders gesehen, aber bei Timo einfach so, so viel günstiger. Ja, da kommt der Schnäppchenjäger einfach wieder aus mir raus. Ihr kennt mich. Ihr könnt Timo allerdings auch als App herunterladen. Das nutze ich jetzt zum Beispiel am meisten, weil ich es einfach gerne mag, wenn ich hier am Sessel sitze mit einem Tässchen Kaffee und ganz gemütlich shoppe oder bei dem Wetter auch mal draußen im Garten. Und genau, deshalb ich selbst bevorzuge halt immer die App. Ihr könnt bei Timo kostenlosen Versand abstauben, inklusive kostenlosen Rückversand. Und ihr habt alle gängigen Zahlungsarten bei Timo. Genau richtig. Ihr bekommt natürlich auch was, ihr sollt ja nicht hier leer ausgehen. Ich habe für euch wieder ein 100er Gutscheinpaket, was ihr abstauben könnt, wenn ihr über meinen Rabattlink, den findet ihr in der Infobox, darüber euch die App runterladet. Und dann den Code müsst ihr dann noch anwenden und dann könnt ihr da ordentlich Gutscheine kassieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt legen wir los. Ich zeige euch die super süße Ausbeute. Also da sind Sachen dabei, mega goldig, hätte ich ihr tatsächlich auch haargenau so ausgesucht. Was ich total witzig fand, schaut euch diese Schläppchen mal an. Gekauft haben wir die in Größe 30, 31, Sophie trägt eine 31. Und tatsächlich hat sie sogar noch ein bisschen Platz in diesen Schläppchen. Und die sehen doch jetzt mal ehrlich, wie cool sind die bitte. Die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Sie hat sich in Rosa ausgesucht, ich habe sie in Lila, Blau, Grün und so weiter auch gesehen. Und da hinten ist sogar das kleine Haischwänzchen an der Seite, die Flossen. Also kommt, die sind echt doch schon der absolute Burner, oder? Also ja, ich denke, damit wird Sophie auf jeden Fall der Star, wenn sie ins Schwimmbad kommt und diese Schlipsen anhat. Richtig cool, ey. Machen wir weiter. Wir haben auch ein paar Outfits geshoppt. Sie hat sich hier jetzt zum Beispiel ein ganz gemütliches Outfit rausgesucht, so eine Art Jogginganzug. Und zwar ist das eine ganz einfache schwarze Hose. Und hier oben sind da so drei Herzchen. Vom Stoff her ist das auch richtig schön. Also das fühlt sich ganz gut an. Fand ich echt gut, weil ich finde es auch sinnvoll. Jogginganzug hätte tatsächlich nämlich jetzt eh für den Herbst noch eingebraucht. Passend dazu, wo ist denn das T-Shirt jetzt? Da gab es ein T-Shirt dazu. Ah, da. Kein T-Shirt, ein Pullover. Manchmal, genau, also passend zu der Hose gab es dann einen Kapuzenpulli. Der ist auch nicht so dick. Also ich finde jetzt für den kommenden Herbst finde ich den perfekt. Ein schöner, dünner Pullover, auch mit ganz, ganz vielen Herzchen. Und ich finde, das ist doch echt ein richtig schönes Outfit. Ja, obwohl es lockerlässig ist, würde ich es so dann tatsächlich auch in die Schule schicken. Ja, doch, gefällt mir. Also Geschmack hat sie auf jeden Fall. Dann hat sie sich noch ein weiteres Outfit ausgesucht. So, guckt mal, wie niedlich ist denn das, diese Jeanshose. Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben überall 7 bis 8 Jahre genommen. Sophie ist ja 6. Sie ist allerdings auch ein bisschen größer ausgefallen für ihr Alter. Sie kommt halt einfach nach dem Papa. Genau. Und ich glaube, dass die Hose noch ein ganz klein wenig zu groß sein könnte. Aber ich sage mir immer lieber zu groß wie zu klein, ja. Wenn nicht, warten wir damit halt einfach noch, bis es richtig passt. Das ist ja jetzt nicht mega dramatisch oder so. Aber die fand ich echt mega, mega niedlich. Und irgendwie habe ich gewusst, dass es diese Hose werden wird, weil Sophie halt einfach diese Häschen liebt. Häschen, Einhörner, Regenbogen, Herzchen. So typisch Mädchen halt einfach.
Und darauf hat sie sich ein T-Shirt ausgesucht für die Jeanshose, ein schwarzes mit diesem Regenbogen drauf. Fand ich auch mega niedlich. Und genau, ich zeige euch natürlich auch die Outfits, wenn sie angezogen sind und hoffe halt einfach, dass die Jeans einigermaßen passt, gell? So, ein paar Pullis für Sophiechen durften auch noch mit. Und da hat sie sich für diesen hier entschieden. Das ist jetzt schon ein etwas dickerer Pulli, also da muss man schon gut im Herbst drin sein, gell? Weil jetzt im Moment wird man total drin eingehen. Der ist aber echt hübsch. Das ist auch so ein Kapuzenpullover. Und was ich hier so schön finde, guckt mal, der hat diesen klassischen Teddyfellstoff drin. Der ist einfach so ultra weich. Und vom Material fühlt er sich echt richtig gut an. Also ich finde diesen Pulli mega schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte er jetzt nicht unbedingt dieses Motiv hier, sondern ein anderes, hätte ich den wahrscheinlich auch geholt. Weil ich das einfach, weiß nicht, der gefällt mir richtig gut. Doch, finde ich schön. Ich sag ja, Geschmack hat so, wie die Mama. So, wir machen weiter mit dem nächsten Pullover. Also ihr seht, ne, das ist halt alles rosa, blinkend. Ja, so ist halt einfach der Geschmack. Genau, so ein bisschen in Batik-Optik haben wir dann hier noch einen Pullover. Das ist wieder so ein bisschen dünnerer. Der schließt dann hier mit Bündchen an den Armen und hier unten ab. Und, na, komm schon. Mini steht da drauf. Wie süß ist denn das? Ich habe hier so ein ähnliches T-Shirt, wo auch diese Figur drauf ist. Dann können wir fast einen Partnerlook gehen, wir zwei. Und das ist dann auch wieder ein Kapuzenpulli. Der fühlt sich auch wieder richtig gut an. Also doch, der gefällt mir total gut. Richtig schön und da bin ich mir sicher, dass wir dir bestimmt stehen, ja. Weiter geht es. Was es sich auch noch ausgesucht hat, fand ich sehr, sehr sinnvoll. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Wir haben einen Leggings-Verschleiß. Das ist der absolute Wahnsinn. Ständig ist ein Loch drin. Bei uns ist ja mein Mann der Näher. Der näht die Löcher dann immer wieder zu. Irgendwann kann man aber nicht mehr groß dran rumnähen und dann müssen sie halt leider einfach weg. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Stapel neue Leggings bestellt. Das war ein Dreierpack mit drei verschiedenen Farben. Und dieses Kätzchenmotiv ist dann immer unten an den Beinen drauf, auf beiden Seiten. Genau, ganz einfach schwarz. Dann haben wir die noch in rosa. Ich finde, das sind halt so irgendwie die klassischen Basic-Farben. Da kann man jetzt alles, oder die Basic-Leggings, da kann man einfach alles draufziehen. Das passt halt einfach immer irgendwie, gell? Und dann haben wir sie noch in der Farbe Grau, genau. Also die fand ich auch richtig süß. Ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell auch noch ein ganz kleines bisschen zu groß sein werden. Aber ist nicht dramatisch, weil jeder weiß, die Kinder wachsen schneller rein, als wir gucken können, gell? So, die letzten beiden Teile kommen wir schon dazu. Sophie hat sich noch was zum Schlafen für den Herbst ausgesucht. Fand ich gut. Sie wollte erst was für den Sommer, aber sie hat mittlerweile schon, keine Ahnung, drei, vier Nachthemden und ein paar kurze Schlafanzüge. Da habe ich gesagt, Sophie, also das brauchst du beim besten Willen nicht. Auf jeden Fall hat sie sich damals für den Herbst ausgesucht, was echt putzig ist. Guckt euch das mal an, dieses kleine Panda-Bärchen hier. Das ist halt einmal dieses T-Shirt und ist natürlich ein zweiteiliges Set. Und so schaut dann die Hose aus. Wie niedlich ist das bitte? Den hat sie nämlich tatsächlich schon in kurz, so jetzt für den Sommer. Und jetzt, ja, kann sie das dann so zusammen auch im Herbst anziehen. Finde ich so mega schön. Ist echt knuffig hier. Letztes Teil, noch ein Schlafanzug. Und zwar ist das ein Leuchtschlafanzug. Deshalb musste sie den unbedingt haben. Guckt euch das mal an, wie schön der ist. Der hat auch wieder schön die Bündchen unten an den Füßchen dann. Und ja, mit Mond, Sterne und so weiter und so fort. Und alle diese Ornamente quasi, die leuchten dann in der Nacht. Dann brauche ich da auch nicht mehr suchen, finde ich so sofort. Und das hier ist dann das Oberteil dazu. Das fand ich auch voll schön. Doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Bestellung von meiner Tochter, die hätte auch ich aussuchen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Videos hochlade. Vielleicht habt ihr schon den Spielzeug-Haul von ihr gesehen. Vielleicht kommen da aber auch noch. Aber beim Spielzeug, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die hätte ich jetzt zum Beispiel an ihrer Stelle überhaupt nicht ausgewählt. Aber was unsere Kleidung angeht, da sind wir einfach komplett zusammen. Das ist schon Wahnsinn, gell? Genau, so, dann beende ich jetzt dieses Video. Und denkt auf jeden Fall an den Rabattcode, an den Rabattlink unten in der Infobox.
Ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über euer Däumchen nach oben und über euer Feedback unten in den Kommentaren. Dann sehen wir uns ganz bald zum neuen Video wieder. Ciao!